Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser heutigen Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute ist mal wieder so eine Ausgabe, wo ich sagen würde, hey Jungs, bleibt dran, denn der Damage, den wir hier sehen, der wird richtig nice. Tier 6, Kreuzer Nürnberg ist am Start. In dem Fall bei De La Russe eingeschickt und wir sehen, er ist hier Top-Tier. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Und ich bin selber sehr gespannt, wie er denn da hinkommt zu dem Damage, weil der Damage, wie gesagt, der wird richtig, richtig, richtig geil. Am Anfang natürlich jetzt erstmal ein bisschen hier skippen. So, nicht zu schnell, nicht, dass wir was verpassen. Er kommt ja 16,5 Kilometer weit, das heißt aktuell kein Ziel. Da die Independence auch zu weit weg. Und jetzt wird spannend. La Galisonnière ist für ihn erreichbar und da gehen auch die ersten Schüsse raus. Schießt sofort mit AP drauf. Deutschen sind ja jetzt bekanntermaßen nicht so die HE-Monster, um es so zu sagen. Aber ab und an sind die natürlich trotzdem ganz nice. Gerade mit einem gewissen Winkel braucht man sie dann schon. Aber erstmal bleibt er hier auf dem Panzerbrechenden drauf. Die La Galisonnière bekommt schon die ersten paar Hits. Hat schon fast 10.000 Damage hier gemacht. So, seine Flak ist auch schon am Start. Da muss er schon ordentlich mal Gas geben. Und jetzt ist er da auf HE unterwegs. Da will er natürlich jetzt Brände haben. Emile Bertin muss aufpassen. Nicht allzu weit weg. 10 Kilometer, sehr machbare Distanz. Deswegen sofort auch wieder auf AP am Wechseln, wie man sieht. Das weiß er genau. Da kann er Damage farmen. Aber hier erstmal schön den Brand angebracht. Und jetzt denkt sich Emile Bertin, okay, ich fahre doch weiter. Aber da war es schon viel zu spät. Denn da war der Drops einfach auch schon gelutscht. Und die Dunkirk da hinten. Dann natürlich mit HE drauf. Die denkt, sie wäre da sicher hinter der Insel, aber denkst du? Und da geht er jetzt immer weiter drauf. Muss jetzt aufpassen. Leider kommt er jetzt nur noch mit der einen Seite der Kanonen drüber, aber der Brand, der sitzt. Wobei der leider direkt gelöscht worden ist. Deswegen hat er da nicht mehr weiter davon profitieren können. Schade drum. Auch hier jetzt wieder die Flaks am Start, aber... Die Nürnberg hat jetzt nicht so die dicksten Flaks, das muss man ganz klar sagen. Und das sieht man auch wieder hier ganz gut. Da kommen die Flugzeuge, kreisen im Prinzip einmal in der Nähe von ihm, fliegen wieder weg. Und er hat kein einziges Flugzeug da abschießen können. Das ist natürlich schon sehr, sehr schade. Und natürlich auch in dem Augenblick nicht das, was man selber gern hätte. Die König, auch die wird natürlich damit HE befeuert. Wichtig wäre natürlich jetzt hier der Brand. Und da ist jetzt der erste Brand, der sehr schön. Mal schauen, ob der den auch direkt löscht oder ob er da ein bisschen profitieren kann davon. Die nächsten Granaten kommen runter, aber die Salbe von der König, ihn direkt zwei Brände, die muss er natürlich sofort löschen. Ja, bleibt er weiterhin auf der König drauf. Brand gerade keiner mehr. Vielleicht kann er ihn gleich nochmal anzünden.
Und da ist der nächste Brand und den kann er jetzt einfach nicht mehr löschen. Das heißt, da muss jetzt die König durch. Immer schön drauf auf die König, so macht Spaß. Und weiterhin mittlerweile schon 83.000, 84.000 Schaden. Natürlich, die Brände tun hier ihr Übriges. Und da hat er den Kill dank dem Brand zugeschustert bekommen, sozusagen. Ja, und schon 66.667. Einen einzigen HP weniger und der hätte hier eine interessante, lustige Schnapszahl. In dem Fall wird ihnen aber diese hier verwehrt wegen einem einzigen Schaden. Egal, weiter geht's. Dabei soll es jetzt nicht stehen bleiben. Ich kann euch verraten, da kommt noch einiges an Damage. Der ist noch lange nicht fertig und hat auch noch lange nicht genug. So, auf die Dunker kommt er nicht drauf. Da wird er immer die Insel im Weg haben wahrscheinlich. Beziehungsweise die gehen jetzt eh erstmal hinterhalb ins Wasser. Jetzt kommt er wieder schön drauf. Oh, sehr schön. Auch hier sofort wieder der Brand. So, und jetzt geht's weiter. Aber er darf auch nicht zu sicher sein hier. So eine Nürnberg, die ist ganz schnell weg und auf den Boden der Weltmeere sozusagen versenkt. Die Runde selber ist nach wie vor recht ausgeglichen, muss man sagen. Sie können jetzt hier den äußeren Ring da mal für sich einnehmen. Oder den mittleren Ring, muss man sagen. Sein Team 5 Verluste, Gegnerteam 6. Also das ist alles noch ganz, ganz, ganz knapp. Und er hat jetzt seinen Spaß mit den HE-Granaten erstmal. Wechselt jetzt nochmal auf AP. Furutaka, mittlerweile auch ein brauchbares Schiff, also ich weiß ja nicht, wer sich noch von euch an die Furu von damals erinnern kann, war mal richtig furchtbar, also jeder, der das Schiff spielen musste, hat gekotzt, mittlerweile ist das aber definitiv anders. Vielleicht hat auch der ein oder andere den Stream ja von Chrysanthos und mir gesehen, da ging das Thema Furutaka aber auch ganz kurz vorhanden. Auch die ein oder andere, wahrscheinlich eher noch geheime Information im Falle zum Beispiel vom Kreuzer Roma ist da geleakt worden. Ich weiß gar nicht, ob ihm das so bewusst war, aber wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich da den Special Stream bzw. die Aufzeichnung ansehen. Da habe ich dann am Schluss mit Chrysanthos, dem Community Manager von Wargaming, gespielt. So, und jetzt hier nochmal eine schöne AP-Salve vielleicht. Die könnte gut kommen, die schaut nicht schlecht aus. Und ja, perfekt. Genau wenn er die Zitadelle braucht, bekommt er sie. Das war sehr schön, hat er gut gemacht. Ja, die kommen dann etwas zu tief. Gehen mal allesamt in die Insel. Da kommen noch ein paar durch. Vielleicht hier wieder der nächste Brand. Aber 104.000 Damage, auch da passiert noch
einiges. So, die kommen da jetzt runter, aber keiner so, wie er ihn braucht. Oh, 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 Obacht, da die Torpedos. Da hat er aber die früh genug jetzt wahrgenommen, deswegen die sind jetzt gar kein Problem. Aber gut, dass er die schon jetzt erblickt hat, denn er war ja schon in der Vorwärtsbewegung. Und sonst fährt man einfach rein und dann hat man die auf einmal plötzlich in der Fresse. Das macht dann gar keinen Spaß, da ärgert man sich nur, also von dem her alles gut. So, und weiter hier nervt er da die New Mexico. Wobei langsam die Distanz dann schon doch sehr, sehr weit wird. So, und jetzt muss er sich da mal doch ein anderes Ziel nehmen. Die König wäre zwar etwas näher, aber er geht wohl da weiter noch auf die Kongo. Und ihr seht, der Damage langsam aber sicher schraubt er sich in wirklich ordentliche Höhen hoch. 116.000 und hier den Unterstützergrad geklärt. Und auch hier wieder ein Brand. Und jetzt 121. Und da tickt es jetzt dank dem Brand auch wieder sehr schnell und sehr schön hoch. So, jetzt hat er sie langsam auch wieder in einer spannenderen Distanz, wie man sieht. Und ihr seht, der Damage, er hört und hört nicht auf. Schon 131.000. So, jetzt denkt er sich, König, irgendwie mag ich die nicht, also mache ich doch wieder die Kongo. Und er kann jetzt hier schießen nach Belieben. Er steht halt hier sehr gut hinter der Insel. Und kann da dementsprechend wirken nach Belieben, hat er sehr schön sich die Stelle ausgesucht. Genauso, wie man es machen sollte. Aber halt dann doch nicht mehr umsetzt. Er ist zwar offen durch den Flieger, aber hups, egal. Er macht hier einfach weiter. ...145.000 schon. Und es hört und hört und hört einfach nicht auf, was er hier rauspratzt. Und da sieht man, wie gut dann eben doch die HE-Granaten funktionieren können. Schon 300 Granaten ins Ziel gebracht. Die Kongo wird sich auch noch denken, bitte hör doch auf, bitte lass mich einfach in Ruhe. Ich tue dir doch selber gar nichts. So, und er bleibt immer genau so, dass er schießen kann, aber selber gar nicht großartig entweder offen ist oder selber zumindest nicht beschossen werden kann. Jetzt ist er zwar offen, seht ihr, aber das ist eigentlich egal. Jetzt hat er sich schon in den Vernichter gekrallt. So, jetzt nochmal mit AP. Auch das ein sehr moderates Mittel auf die nicht mal 10 Kilometer Distanz. Kann man auf jeden Fall mal definitiv probieren. So, und jetzt wieder auf die König. Wobei, die New Mexico, die hat er auch schon lange nicht mehr entdeckt. Also, vielleicht doch mal wieder auf die New Mexico. Hallöchen. ...170.000 Schaden. Entschuldigung, das war mein Handy, falls ihr das gerade gehört habt. So, 175.000 und es hört und hört nicht auf. Mittlerweile wird auch die Runde langsam eindeutig. Sie haben den mittleren und den inneren Ring. Den äußeren nehmen sie gerade ein. 180.000 Schaden. Ticketsmäßig sind sie weit vorn und auch von den Schiffen haben sie doppelt so viel wie der Gegner. Also langsam ist das Thema dann da safe. So, die König kommt da auch nochmal rum. Will dann natürlich jetzt auf den Flugzeugträger gehen. Und ich denke mal, das lässt sich da die König nicht nehmen, die Ryu da rauszuballern.
schaut auch einfach optisch richtig schön aus, wie hier das Schlachtschiff gegen den Flugzeugträger an den Start geht. Aber er supportet hier weiterhin sein Mate, ballert hier weiterhin auf die König drauf. ...186.000 Damage. Und das, wie gesagt, in einem Tier 6 Kreuzer. Wir haben jetzt keinen 9er oder 10er, sondern das ist Schaden in einem Tier 6 Schiff, meine Damen und Herren. So, ich glaube, hier wird es jetzt gleich eine RAM-Attacke geben. So sieht es zumindest aus. Unser Sieg ist in Sicht. Und da kommt die König jetzt der sehr, sehr nahe. Dreht auch nochmal rein, wie man sieht. Und ich glaube, das wird hier die Vernichtung der beiden Schiffe sein. Und genauso ist es. Da gibt es den so gesehenen Doppelkill. Und er hat 191.752 Schaden auf der Uhr. Ja, damit kann ich jetzt mal langsam mich verabschieden, weil die Runde dauert ehrlicherweise nicht mehr allzu lang. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wie gesagt, ich kann euch den Special Stream nochmal auf Twitch ans Herz legen, falls ihr den sehen wollt. Da die letzten Minuten bzw. die letzten Stunden dann da mit Chrysantos von Wargaming. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Kommentar da, einen Daumen, wie auch immer, auch ist gern gesehen. Und falls ihr mich frisch entdeckt habt, ein Abo nehme ich auch sehr gern an. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.